Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video vom Kanal. Es geht weiter mit Sims 4 an die Uni. Und wir sind hier mit Elaine und unseren Freunden, also Olivier und unserer Freundin Mizuki, wo auch immer sie ist. I don't know. Ich habe sie verloren anscheinend. Ich weiß nicht, wo sie ist. Da ist sie. Hi. Und das hier ist wahrscheinlich der letzte reguläre Part. Dann kommt nur noch eine Special-Folge. Und oh mein Gott, ich bin so ready. Oh mein, also auch eigentlich gar nicht, aber auch irgendwie schon. Und oh mein Gott, Leute. Und morgen schreiben wir unsere Abschlussprüfung. Und das heißt, wir sind dann durch. Wir sind durch. Das ist der letzte Part. Deswegen mal gucken. Vielleicht kann sein, dass der ein bisschen kürzer wird letztendlich, weil ich werde dann aufhören, wenn wir halt unsere Noten bekommen haben. Denn die letzte Zeit möchte ich halt wirklich dafür nutzen, um halt uns vorzubereiten auf diesen letzten Special Part. Und oh, ich freue mich schon sehr darauf. Ich habe sehr viele Ideen. Ich muss gucken, wie sehr ich sie umsetzen kann. Es ist nämlich immer ein bisschen schwer, Ideen halt in Sims so direkt umzusetzen, so wie ich es jetzt vorhabe. Wir gucken mal. Ich bin sehr gespannt, wie das wird. Ich bin sehr gespannt, wie das dann ankommen wird. Und ja, ich freue mich einfach irgendwie auch. Ach ja. Okay. Wir sind hier gerade übrigens noch im Sportcenter. Fitnesscenter heißt das. Weil sie ja unzufrieden mit ihrem Körper ist. Und deswegen dachte ich, okay, dann kann man ja noch mal ein bisschen Sport machen. Vom Abschluss ist es, glaube ich, auch relativ normal, dass man noch mal halt einen schlankeren Körper haben möchte, damit man vielleicht schöner in dem Abschlusskleid aussieht oder sowas. Deswegen, ja, haben wir das jetzt einfach mal so hier gemacht, ne? Wir sind am Ende des letzten Parts halt hier hingekommen, am Ende noch. Und ja, genau. Oh mein Gott. Es ist bald vorbei einfach. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich es halt schaffen werde, das schon bis nächste Folge, bis nächste Woche das schon fertig zu machen, weil ich habe jetzt noch Prüfungen und so. Ich gebe mein Bestes, aber ich kann jetzt nichts versprechen, ne? Also wenn es kommt, dann cool, wenn nicht, dann ist es halt einfach so. Wir werden es dann einfach akzeptieren und so. So, was haben wir denn hier? Wo sind die Girls? Da sind die Girls. Hier. Und dann gehen wir bitte einmal duschen. So, weil wir stinken. Und da kann man schon mal duschen gehen, auf jeden Fall. Oh mein Gott. Ich finde es einfach so krass, dass das jetzt wirklich endet. Weil irgendwie hat es dann doch noch weiter weg gewirkt, als es letztendlich ist. Und das ist halt schon krass, ne? Ja, wie gesagt, das ist halt das Erste, was halt hier endet auf diesem Kanal, seit ich Sims-Content mache. Das ist einfach was Besonderes auf jeden Fall. Also es kam natürlich am letzten Ende jetzt nicht so gut an wie die Bibi-Challenge, was halt absolut okay ist, weil Uncut ist natürlich nicht jedem, also nicht das, was jedem gefällt. Und das finde ich auch absolut okay. Auch wenn am Anfang dafür gestimmt wurde, dass ich das hier möglichst uncut spiele. Aber ja, auf Dauer ist es vielleicht dann einfach doch nicht so das, was man sich unbedingt gewünscht hätte. Was halt auch okay ist. Also ich habe ja jetzt, also ich finde das nicht schlimm oder so. Weil die Leute, die es gesehen haben, die waren halt irgendwie immer dabei. Und irgendwie hat es denen ja trotzdem gefallen und so. Und es hatte auch immer eine ganz gute Watchtime und so. Also das heißt, wenn die Leute reingeguckt haben, haben die auch relativ lange reingeguckt. Und das ist doch halt sehr, sehr schön, weil die Leute, die da sind, die sind halt einfach sehr treu gewesen. Und das freut mich sehr. Und das bedeutet mir auch sehr, sehr viel. Und da wollte ich auf jeden Fall auch schon mal Danke sagen. Weil das ist einfach nicht selbstverständlich, vor allem bei meiner Grüße an Abonnenten und so. Und ja, genau. Jetzt bin ich hier noch schon wieder so ein bisschen ins Sentimentale abgedriftet hier, ne? Aber ja, das passiert hier bei mir ja nur ab und zu. Eigentlich fast immer. Aber was soll man denn tun, ja? Ich bin halt einfach so. Ich bin so. Ach ja. Aber ich lieb's auch. auch wenn das dann hier endet, wir werden Elaine, Olivier und Mizuki nicht zum letzten Mal gesehen haben. Ist jetzt nicht so, als ob das jetzt dann, also dass ich diese Charaktere für immer beendet habe hier. Weil ich meine, man kann ja theoretisch noch ganz viel
schaffen. Also erschaffen, meine ich auch. Weil ich meine, ich werde jetzt zu nachhaltig leben jetzt nicht direkt ein Projekt anfangen. Aber letztendlich, wenn jetzt irgendwann halt ein neues Projekt starten sollte, dann kann es natürlich immer sein, dass ich halt unsere süße Maus hier nehmen werde. Und dann mit der halt weiterspiele. Ja, vielleicht auch mit Mizuki dann zusammen oder so. Ja, genau. Ich freue mich so sehr. Es ist so schön. Es ist wirklich schön, okay? Oh, miau. Ich liebe ihn. Ich liebe ihn so sehr. Können wir ihn umarmen? Ja, bitte. Bitte, ich brauche das so sehr. Es ist sehr wichtig einfach. Es ist so wichtig. Oh, er ist so cute einfach. Ich schwöre. Ich habe in Real Life sogar mit einer Katze Freundschaft geschlossen, ja. Und dabei habe ich in Real Life eigentlich voll Angst vor Katzen. Das ist einfach krass, ne? Also manchmal muss man einfach einen Schritt wagen, den man nicht unbedingt immer sich zutrauen würde. Und es können Wunder geschehen und coole Dinge passieren. Und ja, ich glaube, er will gerade nicht umarmt werden. Ich würde ihn gerne umarmen, aber es geht gerade nicht. Dann lassen wir es halt. Wir akzeptieren es einfach. Und dann am besten gehen wir gleich dann frühzeitig auch schlafen. Denn wir wollen ja auf jeden Fall fit sein für unsere Abschlussprüfung. Er ist runtergesprungen. Komm, ich will ihn umarmen. Es ist wichtig. Bitte. Umarmen. Ja, weil das ist voll cute. Ich liebe das so sehr. Ja. So. Hi. Oh. Ihr Süßis. Ich muss immer Screenshots machen. Das tut mir leid, okay? So, und jetzt mach Haya. Und dann, ja. Ja. Oh mein Gott, ist das süß. I love it so much. Er ist einfach so cool. Ja. Ich werde auf jeden Fall versuchen, nächste Woche oder so halt diese Townie-Tierlist dann zu machen. Also das könnte man eventuell dann auch einwerfen für, wenn halt ich noch nicht fertig bin mit an die Uni, bla bla. Also mit dem, was ich da will. Deswegen, ja, wir gucken einfach mal. Ist er da jetzt oben einge... Oh, same! Same, Ro, same. Aber es sieht zwar süß aus. Ah! Oh, ich liebe ihn. Kannst du dir noch mehr Zuspruch geben? Geht das überhaupt runter dadurch? Nö, irgendwie nicht. Ja, aber wie dumm. Dann stärkt dein Selbstvertrauen. Das ist so dumm, dass dieses Dings nicht weggeht, wenn man sich selbst Zuspruch gibt, ne? Weil ich meine... Vor allem sie ist um 5 Uhr schon wach. Sie so, ich bin bereit jetzt für mein Leben. Er ist jetzt fühlt sie sich wieder geil. Aber trotzdem Körperunsicherheit. Wo ich mir so denke, Girl, why? Die schreibt ihre Prüfung gleich. Oh je, Mine. Kannst du das dann bitte auch gleich wegrollen so? Also, I mean... Nee. Also, es gibt hier Grenzen, ja? Dann kannst du ja nochmal pullern gehen. Dann kannst du noch Reste nehmen. Ja. La 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 la. Katze geht auch direkt kacken. Das erkennt man uns auf jeden Fall. So. Aber gut, dass das immer direkt weggelasert wird hier bei uns, ne? Weil sonst wäre das ein bisschen... Naja. Ja. Ich bin so bereit einfach. Also einerseits, wie gesagt, ich bin bereit und einerseits halt auch absolut gar nicht. Ich bin in einem Zwiespalt, okay? Einerseits möchte ich, dass das endet, also ich freue mich darauf und andererseits ist es schade. Ich weiß nicht, ob man mich verstehen kann. Und irgendwie rede ich die ganze Zeit nur darüber, weil ich nichts anderes weiß. Ich bin komisch, okay?
Wir akzeptieren das jetzt einfach so. Die Abschlussprüfung ist in einer Stunde. Vielleicht noch ein bisschen Zeit zum Büffeln. Ist sie jetzt schlecht? Pauken für die Prüfung. Elaine ist mit den Nerven am Ende. Ja, ist okay. Du fühlst dich kokett. Da kann man, so kann man, naja, sollte man kokett unbedingt eine Prüfung schreiben. Vor allem die Abschlussprüfung, die allerletzte. Ich weiß nicht, ob man das unbedingt tun sollte, aber wir versuchen es einfach. Vielleicht klappt es ja. Aber nur vielleicht. Wann beginnt es um 9.30 Uhr? Okay. Bis dahin erstmal nochmal zocken, um ein bisschen runterzukommen. Oh je. So selbstsicher. Das ist wichtig. Wir dürfen das Essen aussortieren. Ich glaube, dafür hast du jetzt gerade nicht die Zeit. Das kann ich aber für dich erledigen. So. Flup. Aber Mülleimer. So. Oh. Ich wünsche dir viel Erfolg. La 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 la. Bei Prüfung schummeln. Nein, 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 nein. Wir machen normal einfach. Da wird schon irgendwas Gutes bei rumkommen. Ich meine, sie war ja nie schlecht, ne? So, da steht jetzt auch nochmal, dass das, dass die Abschlussprüfung ist. Ist halt auch fies, dass beide an einem Tag sind, ne? Aber naja, bleibt jetzt halt leider keine andere Wahl. Oh nein, jetzt fühlt sie sich unwohl. Stopp! Zuversicht eingereicht und so viel Wissen wie möglich aufgesorgt. Das ist gut. Oh je. Oh je, Mini. Oh mein Gott. Ich bin gespannt, wann wir dann die Nachricht bekommen. So. 2:25. Heutige Post. Kriegen wir bestimmt Miete, ne? Jo. Ja, können wir dann auch easy bezahlen als erstes, wenn wir nach Hause kommen hier. So. Ach, das ist nicht unser, das hier ist unser. Wir gucken mal nach Post, ob wir auch Post bekommen haben. Wir haben gerade unsere letzten Abschlussprüfungen geschrieben. Es gibt keine weiteren. Oh je, Mini. Das ist einfach so krass, ne? Vor allem, sie hat richtig gut Fähigkeiten gelernt dafür, dass sie, dass wir ja gar nicht so lange mit ihr gespielt haben, letztendlich, von der Zeit her. Also, muss man schon sagen, ne? Dass das eigentlich, voll okay ist, so. Nichts macht das besser, jetzt ohne Scheiß. Was soll das? Elaine glaubt, dass sie zu dick ist. Ja, sie weiß, dass sie schon mag, Mann. Hier, noch mehr Selbstvertrauen. Das brauchen wir jetzt. So. Sie so, peace, bro. Ich, so stärke ich mein Selbstvertrauen immer. Like, wer es kennt. Ah, das ist so dumm. Dann kann sie noch ein Glas Wasser nehmen. Weil dehydrierte Kinder hier wollen wir nicht. Kinder. Sie so Erwachsene. Also sie ist junge Erwachsene, aber... Ja, es geht ja schon in Richtung Erwachsene, weil ich meine, so langsam ist jetzt ja mit dem Studium, wenn man mit dem Studium fertig ist, das ist man ja schon... Okay, man ist meistens trotzdem noch junge Erwachsene, aber... Es geht schon langsam in eine Richtung, dass es dann nur noch Erwachsene heißt, ja. Weil ich meine, man hat dann ja schon gut was geschafft. Also sie fand den Movie nicht so toll, den sie gerade gewatcht hat. Schade. Hat sie jetzt hier selbstsicher besser fühlen. Elaine erholt sich von ihrer Unsicherheit. Es ist Zeit für Elaine zu lernen, sich selbst zu lieben. Immerhin. Warum spricht sie jetzt mit dieser Frau? Sie so, nee, mit der will ich nicht reden. Bye. Mut auf jeden Fall. Ich fühl's 10.000% einfach. Also ich meine, mit Elaine würde ich schon reden wollen, aber so... ja, das war's auch. Kannst du dich bitte umziehen? Du solltest vielleicht nicht 24/7 nur damit rumlaufen. Mit deiner Schlafkleidung. Beziehungsweise kann man halt auch so easy zu Hause tragen, ne? Aber... ja. Okay, wir warten jetzt ab, bis wir unsere Ergebnisse haben. Ja. Weil das ist nämlich das, womit ich halt den Part beenden möchte. Ja, wir können ruhig zu ihm kommen. Ich meine, wir haben jetzt ja eh nichts zu tun. Und, ja. Keine Rückmeldung.
Ich hasse das Spiel. Hör auf mit so was. Das ist böse. Aber ja. Ich hoffe einfach, dass das hier alles wird, ja. Aber eigentlich kann ja nicht mehr viel schief laufen, oder? Wir haben immer schön unsere Hausarbeiten erledigt. Und gelernt. Ja. Das ist doch eigentlich gut, oder? Nachdem sie. Was? Sie fangen wohl in das Inventar der Sims oder das Haus an, damit sie auf einer anderen Grundstück liegen lassen wollen. Warum? Wieso? Wieso? Hi, übrigens. Mit altem Freund Shekan. Oh, Bibis. I love you. Warum sind da zwei verschiedene Fassaden? Oder bin ich aber dumm? Oh. I love you. Who is she? Wer ist sie? Faye Willett. Okay. Moin. Dag-dag. Klopf-klopf-Witz. Du musst Geld zeigen. Park verschönern. Tiefgründige Unterhaltung. Oh, und die beiden sind halt auch cute, ne? Also ich meine so Best-Friend-mäßig einfach. Das finde ich schön. Wie viele Leute kennen wir denn eigentlich? Also ich meine, da werden natürlich dann auch Leute sein, die wir nicht kennen auf der Abschlussprüfung. Abschlussfeier. Aber ja, ich werde wahrscheinlich einige noch ein bisschen umstylen müssen, weil manche können mit bestimmten Outfits nicht hier teilnehmen, auf jeden Fall. Kritisch, auf jeden Fall. Aber ja, wird schon. Wir können die irgendwas gemeinsam machen? Ich habe keine Ahnung. Irgendwie zusammen Schach spielen, so. Oh, sie muss gleich arbeiten, Bro. Kann sie sich nicht warten? Sie sollte sich vielleicht frei nehmen. Sorry, wir sind jetzt hier schon geplant. Bitte, jetzt aus dem Semester ausschalten. Los geht's. Nee, aber Urlaubstag nehmen, bitte. Und dann könnt ihr zusammen spielen. So, weil, ich meine, sie wird dann ja eh kündigen dann später und dann, nee. So, spielt doch zusammen. Was ist mit euch? Dann halt nicht. Dann interagiert wenigstens miteinander, okay? Seid Freunde. Ihr Professor beschweren. Der war voll kacke jetzt in der Prüfung. Über Kochen reden. Läuft auf jeden Fall. Könnt ihr auch das hier nochmal machen. So, wir müssen die Zeit rumkriegen. Oh mein Gott, 1+ und 1+. Ernsthaft? Wow, girl. Also insgesamt haben wir trotzdem nur eine 1-, weil wir zwischenzeitlich irgendwie dann nur in Anführungszeichen 2 bekommen haben. Aber richtig geil. Morgen ist die Abschlusszeremonie. Eine aufregende Zeit liegt hinter Elaine und morgen findet ihre Abschlusszeremonie statt. Es wird Zeit zu feiern. Und das ist der Moment, wo ich mich jetzt hier als letztes zu Wort kommen lasse. Ich werde nämlich in dem letzten Part werde ich halt nicht quatschen. Und ja, ich hoffe, ihr schaut da nochmal rein ins Finale. Und ich freue mich, dass ihr dabei wart, auf jeden Fall. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin und tschüss!